Gehen wir mal Ich raus. bin Chefdetektiv. Ihr Chefdetektiv! So, da spielst du Fußball in einem Verein. Das ist schön, das wollte ich auch immer machen. Aber das haben ja meine Eltern irgendwie nicht erlaubt. Das war damals, war das bei uns nicht so mit Clubs und Sport und das war damals nicht so. Jetzt gucken wir mal. Und sonst, welche Hobbys haben wir sonst noch? Lesen, schreiben, rechnen? Schwimmen. Ich Schwimmen? war heute Morgen auch im Schwimmbad. Oha, habt ihr gleich eins in der Nähe? Ja, so Das 10 Minuten von hier entfernt. is a great thing. Das ist wirklich, das so muss es sein. Ich hatte auch ein Bad damals, das Westbad in Fürth, nee, Nürnberg war das im Jacki Ban will zockt, der zockt, okay, der ist ein Zocker. Aber ein bisschen schwimmen ist es cool. Hast du so eine, ach so, Ferienpass, gibt es noch sowas? Also ich glaube in meinem Schwimmbad nicht. Ne? Du zahlst du dann, musst doch mal fragen. Gibt es bestimmt. Naja, gut, jetzt sind die Ferien rum, jetzt ist auch egal. Wir spielen das mal rückwärts. Also aufpassen. Die Türme bitte rechts setzen. So, wir schließen hier mal und dann gehen wir mal rein hier. Das ist jetzt Stadtmitte. Gleich mal aufschauen. Ich brauche mindestens, ja, 10 Spiele wären halt cool, ne? Didi. Stadtmitte. Oh, ich muss drücken. Oh, ich habe nicht gedrückt. So. Oh, ich sehe nichts jetzt. So. Ich setze den mal daher. Schade, dass man die Häuser nicht wegmachen kann. Schwimmbad. Das ist doch cool. Ja, aber es ist ein bisschen kalt gewesen heute, oder? Na, heute war es doch kalt, oder? Nur draußen und die haben so ein Becken draußen, da ist es nur warm. Also Jetzt. das ist so, keine Ahnung, 28 Grad warm. Das geht. Aber muss man schon sagen, heute früh, gestern war es, glaube ich, ein bisschen bei uns in Fürth. War es ein bisschen. Da musste ich für Nachbarn Ja. schnell was einkaufen. Da Und. mussten noch die Bademeister alle rausschicken draußen, weil es Gewitter kam. Gewitter. Aber dann durften wir später wieder rein. Ja, die haben so ein ganz kleines Außenbecken und sonst ist alles drinne. Ja, das Und ist natürlich. wenn Das ist und cool. wenn die wenn die Sonne scheint, dann kann man das Dach so zurückfahren. Oh. Oh, das ist cool. Waren viele Leute? Also für früh waren das schon sehr viele. Ja, aber dann, ich keine Ahnung, ich bin um 12 dann da weggegangen und dann kamen da auch Leute. Ja, da haben die Leute ausgeschlafen. Was muss man da so Eintritt zahlen? Ungefähr. Also meine Mutter macht da so Aquasport und wenn das fertig ist, darf sie den restlichen Tag bleiben, bis es zumacht, wenn sie möchte. Und mein Vater und ich haben jetzt zusammen 7,70 € für 3 Stunden bezahlt. Okay, das ist okay. 4 € für jeden ungefähr. Ja, das geht. Schön schwimmen. So, was sind wir denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Jacki, ach, Jacki ist auch drin. Ihr Jacki ist da. Das ist der von Twitch. Das ist schön. Also ich werde den Stream dann schneiden. Und dann 50% von den Videos kommt auf Johnny and Friends Gaming 1. Und der Rest kommt dann auf den Hauptkanal. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Ihr ist doch schön. Dann genießt deine Ferien. Mache ich. Habt ihr nächstes Jahr wieder den gleichen Lehrer? Muss ich gucken. Also Weißt das du? ändert sich jedes Jahr. Unser Plan, die Lehrer, alles. Also wir, bei uns war das war nicht so. Wir hatten tatsächlich immer so eine Art Hauptlehrer. Und gut, später ist es in den höheren Klassen, haben wir dann halt einfach immer wieder mal mehr Lehrer gehabt einfach. Aber wir hatten immer einen Hauptlehrer. Das fand ich immer sehr. Also Hauptlehrer bleiben bei uns auch. Wir haben zwei Hauptlehrer, aber in den restlichen Fächern wechselt man durch. Also jedes entweder Halbjahr oder Jahr. Ja, ehrlich, wow. Lieblingsfach? Was haben wir denn für ein Lieblingsfach? Ja, Ach so, muss ich Sport gucken. wahrscheinlich dann, ne? Ja, Sport mit Gibt den Mädchen. es bei euch sowas wie Leistungsgruppen oder sowas?
Also gab es ja früher mal, dass man so sozusagen in einen Leistungskurs Sport gehen kann. Also in Sport jetzt nicht, es gibt so in unterschiedlichen Fächern, ich glaube, das ist jetzt bei uns, Mathe und Englisch, da gibt es E- und G-Kurse. G ist für die eher, ich sag jetzt mal, nicht so klugen und E sind für die eher klügeren. Ich will in den, wo gebacken wird, wo es Kuchen gibt. Was soll ich mich da so reinstressen? Oh Gott. Kuchen gibt's ja, glaube ich, nicht. Gibt's keinen? Ich will in den Backkurs gehen, Pizza machen. Ja, ich war in der Koch-AG, das war auch immer gut. Ja. Konnten wir der Lehrerin immer sagen, was wir kochen wollen, und dann hat sie in der nächsten Stunde hatte sie ein Rezept und dann hat sie das gemacht. Sehr schön. Wir haben Pizza gemacht. Pizza. Das, da erinnere ich mich noch dran. Da, die war lecker. Hier schön Pizza machen. Das war so ein riesen Raum. Der hatte gefühlt 20 so Herde. Und da hat dann jeder so ein Herd gekriegt. Und dann haben wir uns mal zu zweit hinguckt. Und dann hat halt irgendjemand irgendwas immer gemacht. Thema waren halt dann Pizza machen und Nudeln und sowas. Aber da ist der. Warum ist denn der Zauberapfel so weit weg? Warum? Ja, wieso kann ich den anklicken? Ich bin die Eins. Ah, jetzt konnte ich den anklicken. Okay. Bin bei allen drei Hauptfächern bei den Klugen. Ui! Jacki ist ein Professor. War im Pool heute 22 Grad. Was sind denn Jackis Lieblingsfächer? So, jetzt müssen wir mal gucken. 20 Runden haben wir noch. 20 Runden, was machen wir denn noch Schönes? Wo ist denn jemand? Oh, wo ist denn überhaupt für mein Kleiner? Ich bin die 3, ne? Ich bin die 1. Ja, du bist die Eins, ich bin die Drei. P1. Das ist meine! Ja, Scharfschütze aktivieren. So, bitteschön. Mathe und Sport, da haben wir den nächsten. Was sind das? Ist das eine Seuche oder was? Ort oder was? Mathe und Sport hat Jacke als Haupt-, als Lieblingsfächer. Mathe, ja, halt jeder weiß. Mathelehrer? Sportlehrer mit Nebenfach Mathe, geht es? Ich glaube nicht, na. Mathe studieren ist ein bisschen heftig. Da musst schon wirklich. Ja. Da musst du schon gut sein. Ich war leider nicht gut in Mathe. Meine Klasse ist immer gut in diskutieren. Wir haben mal mit unseren Lehrern diskutiert, warum Schule nicht gut ist, weil die lernen auch, wir lernen ja auch in der Schule nicht, wie man Steuern berechnet. Was bringt Schule, wenn wir nicht wissen, wie man Steuern macht? Das brauchst du heute alles nicht mehr so unbedingt wissen. Heute holst du dir, wenn du das wirklich brauchst, holst du dir eine Steuer-App, ja, für dein Smartphone, und zahlst du hier deine 15 oder 20 Euro im Monat und dann macht die App das für dich. Das war mal vor 15 oder 20 Jahren, war das interessant, aber heute nicht mehr. Ganz ehrlich. Ja. Heute musst du einfach nur clever genug sein, dir das beizubringen, was du brauchst. Wenn du merkst, ich brauche irgendwas, ich muss Maschinen schreiben, ich muss Schreiben an der Tastatur lernen, dann lern das. Und wenn du merkst, Mensch, ich muss unbedingt wissen, wie das mit den Steuern geht, dann setz dich irgendwie hin und kauf dir ein paar Bücher oder schau auf YouTube, wie das geht und schau, dass dich da reinfuchst und dann kommst du weiter im Leben. So, wo sind wir denn? Ui, 54. Runde. Dann haben wir also hier ein Mathe-Genie und ein Sport-Genie. Sport. Fußball. So, wo sind wir? 55. Runde. Ich setze mal hier so ein paar Sachen noch. Ich möchte auch so mal was setzen. Okay. Weiß ich nicht. Ach, ich kann ja spenden. Ich spende mal. Ui, Jacki hat aber einen Haufen. Hau raus dein Geld, Jacki. Ja. Das Grundwissen wäre aber cool. Was, in Mathe oder in Steuern? Wie Ich gesagt, glaube, in Steuern. die Zeiten sind vorbei. Mit KI, künstliche Intelligenz. Ihr wachst jetzt alle in die Zeit rein, wo die künstliche Intelligenz kommt. Und Man fragt einfach ChatGPT.
Ja, da gibt es dann später halt deine Apps, die damit verbunden sind und dann macht der dir die Steuern. Ja, gut gemacht. Ich bin ein Bin wieder Raucher. Chefdetektiv. Chefdetektiv. Ui, hat der aber viel Platz lassen. Oh ja, gut Ja, gemacht. halt. Und Jacki ist auch Ja, gut gemacht. So, wir gehen mal auf die Hauptseite.